Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. I thought your essay was interesting. A spell check might be nice on these essays. Love those extracurriculars. You're not in yet, but no, things are looking pretty good. So you don't want to go to college? Jesse Fisher. Professor Peter Hoberg. I know Ohio is not as glamorous as New York, but they're throwing me a retirement dinner thing. When is it? Weekend of the 25th. You know, check your schedule. Checking now. Ah, looks like I have to shift some things around. I'll be there. He never writes, he never calls. Oh, hey. Whoa, was that Professor Fairfield? Yeah. She was like the best teacher I had here. She was like the second best teacher I had here. Jesse, this is my daughter, Zibby. Hey. Hi. She's a sophomore. What was your major? I was English with a minor in history, just to make sure I was fully unemployable. You're like back in college. You're overdressed. I don't know if you know this, but I'm a few years older than you. Did you think this was like a romantic thing? Just kidding. We connect really well, don't you think? I just can't figure out if it's because you're advanced or because I'm stunted. Because I'm advanced. What the hell are you doing? I don't know. Nobody feels like an adult. It's the world's dirty secret. I never met anyone that I trusted until now. I'm 35. It doesn't bother me. Well, it bothers me. My advice to you is put some armor around that gooey little heart of yours. One of the things I love about being here was the feeling that anything was possible. You get out of school and anything could happen. And then you do get out and life happens. So you're saying I should prepare myself for suckiness? No. A liberal arts education solves all your problems. Nummer 4. Ich sehe an Ihrem Studienbuch, dass Sie ein außergewöhnlich begabter Student sind. Der Erste in der Familie, der aufs College geht. Knüpfen Sie Kontakte? Ja, das tue ich, Sir. Waren Sie denn schon mal aus? Aus? Aus. Ja, war ich. Mit einer. Erzähl mir alles über deine Mutter und deinen Vater, den Metzger, und wie es ist, in einer Metzgerei zu arbeiten und wie die Mädchen in Newark waren. Entspann dich. Glaub mir, ich versuch's ja. Was mir Sorgen macht, ist Olivia Huttons mentaler Zustand. Vor allem angesichts der Sachlage. Warum kommst du und stellst dich unter mein Fenster? Es gibt mir das Gefühl, als ob ich darauf aufpasse, dass es dir gut geht. Sie ist schwach. Eine so instabile Person ist eine Bedrohung für dich, Marky. Ich fürchte, ihr ist etwas Schlimmes passiert und ich habe Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Was glauben Sie getan zu haben? Nummer 3. Hi, willkommen an der Barden University. Hier ist deine offizielle Vergewaltigungspfeife, aber nur benutzen, wenn es auch wirklich passiert. Hi, wie wär's? Hast du Lust, bei uns mitzusingen? Zeig, was du kannst, Junge. Ups, kein Junge. Wir singen Songs ganz ohne Instrumente. Das kommt alles nur aus unserem Mund. Aha. Nein, danke, ich kann nicht singen. Wie heißt du? Fat Amy. Du nennst dich selber Fat Amy? Ja, sonst tut ihr ausgehungerten Schlampen es hinter meinem Rücken. Aha, oh mein Gott! Du kannst ja doch singen. Du musst den Bellas beitreten. Ich kann nicht denken, wenn ich so viel nackte Haut sehe. Ich gehe erst wieder, wenn du singst. Bulletproof, fire away, fire away. Du hast eine tolle Stimme. Danke. Oh Mann, die Bad Boys des A Cappella werden immer besser.
Ihr Mädels wart echt super. Du furchtbar, ich hasse dich. Und scheiß auf eure Girlpower. Das ist eine Liste aller Songs, die wir jemals performt haben. Da ist keiner aus diesem Jahrhundert. Wir müssen nicht nur gut sein, sondern anders. Unser Ziel ist das Finale. Und wie bezahlen wir die Vorentscheidung? Im Bikini Autos waschen steht schon mal außer Frage. Nein, Aubrey, im Bikini Autos waschen ist total mein Ding. Ab sofort wird keine Zeit mehr für die Highschool oder Jungs verschwendet und ihr müsst was für eure Fitness tun. Ja, nee, mit Fitness habe ich's nicht so. Was machst denn du da? Ich laufe im Liegen. Und arbeitet ihr schon am Riff-Off? Am bitte was? Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine, you blow my mind, hey, Mickey! Shorty, get down, good lord. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. I like the way you work it. No diggity. I gotta bang it up, baby. Dann mischen wir den Laden mal auf. Was für ein langweiliges, östrogengeschwängertes Set habt ihr denn diesmal am Start? Hey, Amy! Wir werden euch dermaßen fertig machen. Eure Männermöpse werden vor Angst zittern. Nummer 2. Did I say you could kiss me? I was carried away. I wasn't. Celebrate one of the most romantic movies of all time. What would you say if I told you I think I'm in love with you? Love Story. You're a preppy millionaire and I'm smart and poor. If you marry her now, I'll not give you the time of day. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Picture. Jenny, I'm sorry. Love means never having to say you're sorry. Nummer 1. Have you been around? Have you? No. You wrote that you were. Welcome to Pendleton, Mr. Walton. By continuing like this, you and I are risking everything we have. Our families, our names. That ain't a damn about me. There are other ways to be happy, you know. Morris, I hope nothing's wrong. Pretty well everything. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.